Hallihallo! Hier gibt's heute wieder eine neue Folge im Sendra TV und es dreht sich ganz aktiv um den Muskelkater. Wenn du auch wissen möchtest, warum tritt Muskelkater überhaupt auf und vor allen Dingen, was kann ich tun, wenn es überall richtig brennt, dann bleib dran. Mein Name ist Stefanie Röhm. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe schon diverse Male ordentlich gelitten unter Muskelkater. Muskelkater, was ist das? Warum tritt der überhaupt auf? Nun, der Muskel arbeitet während eines Trainings und wenn er einfach zu stark ermüdet oder unbewohnte Bewegungen ausführt, dann können diese kleinen Fasern, die immer ineinander, übereinander greifen, während der Muskel sich eben so zusammenzieht, die können reißen. Und dieses Reißen, das ist hinterher der Muskelkater. Es sind Gewebewasser tritt aus, es sind unter Umständen sogar kleine Entzündungen, die dort entstehen und das tut einfach weh. Man merkt, man hat auch gar nicht mehr die Kraft, um jetzt wieder neu zu trainieren, weil der Muskel einfach kaputt ist. Der muss erst wieder aufgebaut werden, was man ja eigentlich in einem Training immer bezwecken möchte. Aber naja, nur mit Muskelkater trainieren ist definitiv der falsche Weg. Kann immer auftreten, gerade wenn es eben negative Bewegungen sind, bergab laufen, klassische Sache, oder eben neue Zusammenspiele, neue Übungen, die man vorher noch nie so in der Form irgendwie gemacht hat. Obwohl man sagt, naja, es ist, weiß nicht, Brustmuskelübung oder Beinbeuger oder ähnliches. Gerade das verursacht häufig Muskelkater. Und diese Schmerzen durch dieses Gewebewasser, durch diese Risse, diese kleinen Entzündungen, die können interessanterweise zu unterschiedlichen Zeiten auftreten. Ganz böse ist es wirklich, wenn der Muskelkater erst ungefähr 24 Stunden nach der letzten Einheit sozusagen auftritt, weil davon hat man meistens diverse Tage was von. Um die 2 bis 3 bestimmt. Also nicht erschrecken, der Muskelkater, der relativ schnell und zeitnah auftritt, der hält auch gar nicht so lange und der, der wirklich erst nach 24 Stunden auftritt, der bleibt auch länger. Was kann ich jetzt tun? Nein, nein und nochmals nein, nicht rein trainieren. Aber ganz wichtig ist auf jeden Fall warm werden. Halt das Blut flüssig. Viel, viel trinken ist mit der wichtigste Tipp und moderate Bewegung eigentlich machen. Wieder das Blut in Wallung bringen, die Muskulatur aufwärmen, dass eben die kleinen Giftstoffe abtransportiert werden, das Gewebe sich da wieder neu orientieren kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Zweiter Tipp ist, Enzyme sind sehr stark entzündungshemmend und helfen deutlich, die Länge des Muskelkaters zu reduzieren. Besonders eben das Bromelain, Papain in Kombination mit dem Lysozym. Rosmarin ist als ätherisches Öl stark durchblutungsfördernd, erwärmend, kann man sehr schön als Badewannenwasser zum Beispiel machen oder direkt auf die Haut geben und leicht massieren. Es geht hier wirklich, Massagen sind auch Fehlanzeige, wenn man sagt, da wirklich den Muskel wieder traktieren und da ordentlich Gummi geben, dass das wieder abtransportiert wird. Nein, funktioniert nicht. Aber alles, was moderat ist, alles, was den weich wieder so ein bisschen macht und in Bewegung bringt, wärmt, loslöst sozusagen und vor allen Dingen natürlich noch das Magnesium. Das sind meine hauptsächlichen Tipps zum Muskelkater. Wenn euch noch mehr interessiert, gebt es gerne an in den Kommentaren. Wenn ihr wissen möchtet, was ich so empfehle, meldet euch, kommt vorbei. Ich freue mich drauf und bis dahin bleibt neugierig. Tschüss!